Ah, schade. Hat sie. Bin in Position. Verstanden, Commander. Leite Exfiltration ein. 3, 2, 1. Daniel? Ja. Okay, ich dachte, du bist weg. Ja, ja. Das war cool. Ja, irgendwie schon so. Adios, Bitches. Ich habe das Gefühl, die Kampagne wird sehr gut. Ja, macht mir jetzt schon mehr Bock als von Battlefront 2. Weil da waren eigentlich nur so normale Schlachten, ne? Was willst du denn damit sagen? Das war awesome, da kannst du jeden abschlachten. Oh, das eilt nicht. Nein, ich weiß, was du meinst. Agent Miko. Die einige Zeit später Doppel sind wir hier im Wunderland. Die Landung war jetzt weg. Todesstern, Endor. Weißt du noch den Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Nein! Nein! Das ist der Supersternzerstörer von Vader. Die Position die haben die Filmszene nachgestellt. Heute stirbt die Rebellion. Genau wie im Film, ey, geil. Star Wars Battlefront 2. EA. Trademark. Einzelziel auf dem Weg voraus. Versorgungskiste. Ja, mach das mal auf, Daniel, das ist gut. Jetzt hier kannst du auch dann deine Waffen auswählen. Okay, Kontaktgranate scannen. Oh Gott. Hat weniger Reichweite. Mehr Reichweite hat das Ding. Hat weniger Reichweite. Ja, ich wollte nee, mit den Waffen ist immer wie im ersten Teil. Du musst erstmal gucken, ja. Du musst irgendwie mit der erstmal spielen, um zu gucken überhaupt. Ich glaube, der A2 ist, glaube ich, besser. Obwohl, der hat weniger Kühlkraft, aber der hat eine größere Reichweite, das ist gut. Oh, 3 Salven, ja damit. Oh, Sternkarten. Frontkämpfer. Oh, ja, die Laufzeit verlängert, wenn du einen Gegner siehst. Oh, wir haben eine Kontaktgranate. Ich weiß auch, die Laufzeit verlängert, wenn du einen Gegner besiegst. Oh, jetzt haben wir auch den Scanner wieder. Ja, mal gucken. Ja, ich glaube, die Waffe ist gut. So ein Dreiergeschossdingen. Ja, ich benutze dich auch gerade. Der hat mehr Reichweite. Ah. Das ist schon schwieriger hier. Ach, da ist ein Schrotgewehr. Okay. Ja, da, jedes Mal, wenn du einen damit tötest, wird das aufgefrischt. Also dann hält das länger an. Ist ja schon alles über das Spiel, ey. Wieso, das stand doch in der Erklärung. Ja, was, okay, ich weiß das schon über das... Ja, ich weiß das schon... aber das stand auch in der Erklärung, also... Das ist nicht wirklich ein Spoiler, Daniel. Wenn du das gelesen hättest... Ja. Oh, fuck, ne? Okay, ich mache hier gerade voll den Scheiß und stehe hier viel zu sehr in der Schussbahn, ey. Mit dem Schrotgewehr hier rein. Ein Trupp weniger. Der Bunker wird keine Verstärkung kriegen. Los, Reed, mach das auf. Überprüfe deinen Fortschritt unter Karrieremarsch. Oh, ich habe irgendwas gefunden. So, Sammlerobjekt gefunden. Das musst du mal nicht hier. Will ich mir nicht an. Ich schau mich mal hier ein bisschen. Komm an, wir müssen konzentriert. Wie viel da soll ich nicht machen?
Ah, ich brenne. Der versteckt sich ja richtig gut, ey. Mein Gott, sind die scheiße. Weißt du, der versteckt sich gegen hinter so einem Ding, was sehr viel kleiner ist als er und meint, ich sehe den dann nicht, oder was? Hinter so einem scheiß Baumstumpf, ey, wo der Kopf von dem voll rausgeguckt hat. Boah, sind die scheiße. Commander, Rebellenverstärkung nähert sich. Feuer frei. Kann man nicht irgendwie auch so seine Waffen wechseln? Muss man extra immer zu der Kiste dahin? Verstanden. Ja, habe ich mich auch schon gewundert, aber anscheinend nicht. So, anscheinend musst du. Kannst du mit einer umlaufen. Wo sind die Verstärkungen? Ah. Alter! Ich hab so eine Granate in so drei reingeworfen, Alter. Voll viel Luft geworfen. Ja. Ich nehme die andere Waffe, ich nehme den typischen Sturmtruppler-Blaster. Ich glaube, ich habe schon alle getötet, ich muss jetzt da was erreichen. Bin nochmal zurückgegangen, hab die Waffe gewechselt, die finde ich, glaube ich, besser als dieses Dreischuss-Ding. Wieder zu Meko gehen. Muss ich machen jetzt. Ja, muss ich auch. Okay. Ah. Oh, Videosequenz. Ah, ich laufe die ganze Zeit in Feuer rein. Ey. Jetzt geht der Torstern wahrscheinlich putt. Spoiler. Was? Okay. Der geht kaputt? Das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuttle? Nein, das sind nur TIE-Jäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen. Oh sind. Gott. Da geht genau er kaputt, Daniel. Oh, jetzt habe ich's gespoilert. Heute radieren wir diesen Abschaum. Wie Titanic geht runter. War aber nichts so im Trailer. Ja, ich weiß, dass aus dem Trailer, das kommt hier im Spiel nicht vor, Daniel. Ich weiß, da haben sich viele schon drüber gewundert. Ist immer so bei Spielen. Ja, das ist auch bei Kinofilmen so, Daniel. Vieles, was im Trailer vorkommt, kommt im Film am Ende gar nicht vor. Wir müssen jetzt weiter los. Allein der Trailer von The Last Jedi, Daniel, der einige Szenen wurden da so zusammengeschnitten, um die Zuschauer zu verarschen. Sonst kommen wir nicht zurück zu Corvus. Agent Miko, Aufklärung. Ja, Commander. Agent Husk, Kontakt zu Schnitter. Ich muss mit dem Admiral sprechen. Ja, Commander. Ja, Admiral ist tot. Admiral, der Inferno-Trupp verlässt Endor. Wie ist die Lage? Vize-Admiral Sloan hat den Rückzug befohlen. Wir verlassen das System. Gehen Sie zu Ihrem Schiff. Überleben Sie. Ich sende Ihnen die Rendezvous-Koordinaten. Ja, Sir. Wir melden uns, wenn wir die Korpus erreichen. Wie konnte das noch passieren? Vogel. Die Falle war perfekt. Jemand hat einen Fehler gemacht. Das Oberkommando hat etwas übersehen, mal wieder. Nein, muss eine Granate auf den werfen. Die Rebellen waren in Unterzahl und schlecht bewaffnet. Wir sind noch da? Ganz einfach. Der Imperator hat den Feind unterschätzt. Und wir haben den Preis dafür bezahlt. Commander, das. Ich glaube, du bist weg. Darf ich freisprechen? Nur zu. Ja, zum Glück bin ich nicht aus dem Spiel rausgeflogen. Nee. Das wäre echt abfuckend, ganz ehrlich. Okay, weiter. Ich hatte gerade so einen Videoanruf von Admiral. Ja. Versio. Und jetzt laufe ich gerade weiter. Ich habe gerade einen Vogel in die Luft gejagt. Kannst du die abknallen? Ich habe eine Granate auf den Kopf. Boah. Und du sagst, ich bin aggressiv. Jetzt muss ich das auch machen. Oh, ich werfe genau über den Vogel drüber. Ich habe irgendwas getroffen. Dahinter sind Rebellen. Fickt euch, Rebellen. Vive la France. Stirb, Schoko-Junge. Vive la Sklaverei. Oh fuck, eine Granate. Ey, in der Situation wäre jetzt echt rollengut gewesen, ey. Ich hab noch nie ein Spiel gesehen, wo das irgendwie ein Geheimnis war, wie man rollt, ey. Verdammt, der ist weggeflogen, ne? Ey, konzentrier dich mal lieber auf die Rebellen, auf die Vögel.
Daniel, hast keine Menschen, aber die Natur, ey. Ich glaub, der ist auch weggeflogen. Scheiß auf die Rebellen, Alter. Die ja. Vögel, die haben den Todesstern in die Luft gejagt. Die sind bestimmt in den Ventilatorschacht geflogen. Oh, was hat denn so ein Vogel? Wie bei Flugzeugen, weißt du? Wie bei Flugzeugen. In die in den Rotor fliegen von Flugzeugen, ey. Oh, da sind Rebellen. Warte mal, soll ich hier nicht... Daniel, kümmere dich lieber um die Vögel. Soll ich hier nicht triggern, hier die Typen? Okay. Ich habe irgendwelche getötet, ob ich triggern sollte oder nicht. Ist mir sowas von egal. Oh, da sind... Ey, Sturmtruppler! Warte nur, bis ich mit der ersten Granate irgendwie gegen die Wand werfe und mich selber in die Luft jage. Du meinst wie in der Beta? Ja. Ich habe einige deiner Granaten gesehen. Du hast dich zwar nicht in die Luft gejagt, aber... Passiert hat mit Kontaktgranaten. Du hättest das Spiel zum Beispiel schon vorher spielen können, Daniel, wenn du irgendwie Origin gehabt hättest oder so. Fuck, ich bin tot! Boah, ein AT-ST. Ja, ich bin gerade verreckt, so eine Scheiße. Wo ist der Hand? Das war echt scheiße. Da mit dem Nachladen habe ich irgendwie noch nicht so verstanden. Ich drücke einfach immer nach ein paar Schüssen. So funktioniert das halt. Ja, das ist nicht wirklich Nachladen, das ist Überhitzen. Weil deine Waffe hat ja praktisch unendlich Munition. Nur die ja. Überhitzt halt. Ja, und wenn ich dann nachlade, sind da so verschiedenfarbige Balken. Ja, bei mir zum Beispiel nicht. Ich drücke rechtzeitig also Nachladen, bevor die Balken da auftauchen. Jetzt habe ich zum Beispiel nochmal Nachladen gedrückt, nachdem ich hier über so einen gelben Balken war. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja, ich habe einer meiner YouTuber hatte das mal erklärt, aber ich weiß das jetzt auch nicht mehr genau, ey. Das ist irgendwie, wenn du das richtig drückst, weiß ich nicht, wird das schneller nachgeladen oder weiß ich nicht. Ich weiß leider auch nicht mehr, wie das ist. Ich drücke einfach immer, weiß ich nicht, X, bevor das voll ist, der weiße Balken, und dann diese Zahlen da oder zum Drücken da, was auftaucht. Also X ist bei mir nachladen. Wie kommt denn da noch? Ja, ich bin da gerade verreckt und Negro hat mich ausgeschaltet. Boah. Entschuldigung, Negro. Oh, da werfe ich eine Granate ein, hoffentlich trifft die. Ja, nichts gemacht, ey. Ja, deine Leute, du läufst ja mit deinem Team hier rum, die helfen dir auch ein bisschen. Auch wenn dir das nicht so auffällt. Die sind sogar in der Lage, was zu töten. Da ist der Schwarze, diesmal stirbst du. Oh. Oder schon wieder ein Heavy. Wo muss ich denn hin? Wenn ich angezeigt, das wäre zum Beispiel hier die... Das wäre, wenn du zum Beispiel... Das hier wäre zum Beispiel hier die Stelle, wo die eine Videosequenz kam, wo der eine sagt, Special, wir haben keine Special Troops erwartet, weißt du? Wo du die Sturmtruppler da triffst in der Videosequenz. Mhm. Die aus dem Trailer halt. Das wäre wahrscheinlich hier so die Szene gewesen, aber die haben sie wahrscheinlich einfach rausgenommen. Ah, die ist auch nicht wirklich, weiß ich nicht, game-entscheidend, ganz ehrlich. Rebellen? Nee. Offiziere. Wir sollten immer zuerst ausgeschaltet werden. Okay. Na, gerade auf einmal. Ich richtig Spaß, cool, mit den Granaten. Du hast eine Sniper, Daniel, auf, wenn du Waffe wechselt hast, bei deiner rechten Fähigkeit. Ja. Also ich habe jedenfalls eine Sniper. Ich frage mich, warum habe ich eigentlich keine Schrotflinte? Weil die Sternenkarte nicht ausgerüstet hast, nehme ich an. Ja, das macht Sinn. Du, ich habe irgendwie gar keine Sternenkarte. Ne? Nö. Ich habe da jedenfalls keine gesehen, also... Konntest du in dieser Truhe da ausrüsten? Hm. Also ich jedenfalls. Das kann gut sein. Oder es kann nur sein, dass es das nur eine Deluxe-Edition gibt. Dann muss ich das rausnehmen. Ach, Quatsch. Ich will nicht einen Vorteil oder irgendwie sowas haben, allgemein.
Vielleicht habe ich die Karte einfach nicht gesehen, weil ich habe da keine Karten zum Ausrüsten gesehen. Oh, geil. Der eine Sturmtruppler hat gerade den Satz gesagt hier irgendwie, wir haben keine Special Forces erwartet, der so wie im Trailer. Oh, da sind U-Wings, ey, ihr Pisser. Asche.